geht? Und jetzt willkommen zu einem neuen Wacken-Video. Was geht, Leute? Was geht? Leute, lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen. Es wäre mega nice da. Was geht, Leute? Wir sind gerade in der Stadt mit Alpha. Leute, ich hab richtig Hunger, lass den Supermarkt. Ja, weil ich geh jetzt auch einkaufen, Alter. Aber ich hab gar kein Geld dabei. Die Chicken Nuggets sind schon ausverkauft, nein! Was ist so, wenn die ausverkauft sind? Mann, die darf man nicht kaufen hier! Keine Ahnung, nein, Mann, dann komm ich halt hier Fisch oder so, let's go! Oh, warte mal! Hä, warte mal, was ist denn? Das da, Mann, ich, was ist das? Hä, das sind Äpfel, Ente, was denn sonst? Hä, das sind doch keine Äpfel, das sind Tomaten, bist du bescheuert? Hä, Ente, ich will nicht bescheuert, Mann! Guck doch hinter dir, was ist das? Das Hä, das sind Karotten, Mann! Hä? Als ob du so schlau bist, kann nicht wahr sein. Ich bin schlauer als du, das weiß ich doch. Hä, ich bin schlauer als du, denk nicht, Alter. Guck mal, hier sind Bananas. Ja, das sind Bananen, aber das ist ein Junge, Alter. Alpha? Ja? Wenn du denkst, dass du schlauer als ich bist, dann fordere ich dich zu einem Quizduell heraus. Ja, lass einen Test machen. Ich werde ja, Mann, ich nenne dich Hops, ey. Träum dich. Let's go. Let's go. So, Alpha, jetzt sind wir beim Quizduell. Wo sind wir hier? Ja, Mann, und zwar steht hier eine Frage. Und es gibt zwei Antwortmöglichkeiten. Und hinter einer Tür sind gute Lootcases, also der richtige Antwort versteckt. Und hinter der falschen Antwort sind schlechte Lootcases versteckt. Wir müssen uns die Lootcases immer durch zwei teilen. Falls wir durch dieselbe Tür spazieren. Alter, Moment, ich hab noch Fisch dabei, guck mal. Hä, was hast du denn Fisch mitgenommen? Hast du den überhaupt bezahlt? Bist du dir sicher, einfach? Ich hab bezahlt, ich glaub Bro, schon. Ich glaub, die Polizei, die nimmt dich hops mal nach dem Quiz. Oh, ich sag, du warst da. Hey, denk alles erst mal, denk nicht vom Thema ab. Okay, egal. Erste Frage, was ist die Hauptstadt von Schweden? Lass mal gucken, was gibt's für Antworten? Oslo und oder ja, Stockholm. Also ich weiß die Antwort zu deinem. Ich weiß die auch, Ente. Ob du bei Geografie aufgepasst hast, Bro? Ja, ich habe bei Erdkunde immer aufgepasst, Ente. So, lass mich hier durchgehen. Hau an. Die Antwort ist richtig. Ja, aber nice. Es war Stockholm, okay? Die Frage war ganz einfach eigentlich. Das weiß ja fast jeder. So, warte mal. Das größte Organ eines Menschen. Was ist das größte Organ eines Menschen, ey? Das weiß ich echt nicht. Das Herz oder die Haut? Hä, aber warte, die Haut ist... Die ist ein Organ, das stimmt, aber das Herz ist ja auch voll groß, Mann. Das ist voll schwierig, oder? Aber die Haut ist ganz dünn. Eigentlich ist vielleicht auch das Herz größer, oder? Ja, aber die Haut hast du überall am Körper. Bro, ich zum Herz. Echt jetzt? Warte, ich weiß es nicht. Warte, ich glaube, ich nehme Haut. Nein! Es war richtig, Mann. Meine Tür geht doch nicht auf. Hä? Das war... LOL, meins war richtig! Ich weiß, ich wollte nicht trollen, damit du zur Falschen gehst. Oh, du wolltest nicht trollen, dass du auch durchgehen, Mann. Aber es ist echt schwierig, ey. Ja, oh Mann, schade. So, warte, die Frage. Wie viele Tage hat ein Schaltjahr? Oh, warte mal, ein normales Jahr hat 365 Tage. Und ein Schaltjahr? Jetzt muss ich überlegen, Leute. Oh, ist das eins mehr oder eins weniger? Ich glaube, eins mehr, oder? Warte mal, ich gehe mal da durch. Ich glaube auch eins sicher. Mehr. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eins mehr. Ja, ist richtig. Oh, ja, das war tatsächlich richtig, Mann. Habe ich so gedacht, es wird dir gar keinen Sinn ergeben, wenn es eins weniger hätte. Das wäre ja mega seltsam. Ja, ist richtig komisch. Aus wie viel Prozent besteht die Erde aus Wasser? Botzen, 80%? Wie viel Prozent oder 70? Ey, das ist jetzt echt schwer, weil wir keine Ahnung. Ich glaube 80, weil es gibt so viel. Hey, ich glaube 70, oder? 70? Weiß nicht. Oh, die Auflösung? Meins war, glaube ich, richtig. Hey, meins war falsch, nein. Boah, aber das ist ja voll knapp, die 10%, Mann. Ey, das ist voll schwierig gewesen, die Frage. Ich hätte die jetzt auch nicht richtig beantwortet, gerade fast. Das ist sogar 90% Wasser. So, warte, die Pyramiden wurden von wem gebaut? War das die Ägypter oder die Griechen? Das glaube ich eindeutig. Ja, das ist echt eindeutig. Das ist easy peasy, Mann. Das war ja, natürlich ich die Ägypter. Endlich richtig stark. Jetzt fehlt mir der Tech-Damage. Jetzt sind ich aber eins mit 15 und eins mit 20. Oha.
Ja, Mann! Doch warte mal, in welchem Bundesland liegt Stuttgart? Ach, das ist einfach! Ich glaube hier, oder? Hä? Echt jetzt? Nein, ich habe ja gerade aufgepasst. Deutschland, natürlich, ich kenne alle Bundesländer. Baden-Württemberg, Mann! Ja, Mann, let's go! Boah, die einfach war mega. Die Frage war so easy, Leute. Was geht? Geht so einfach, Mann. Doch, warte, was ist die nächste Frage? Welches Land hat noch einen König und eine Königin? Hä? Von den beiden? Ich hätte gedacht England. Aber warte mal, Schweden hat doch keine Königin oder einen König oder Italien? Hä, ich weiß es nicht, Bro. Ich glaube, Italien hat keinen, weil Schweden weiß ich nicht, deswegen gehe ich zu Schweden. Hä, ich gehe Italien, weil safe haben die vielleicht doch einen König, aber irgendwie regiert er nicht mal oder so, ich weiß es ja nicht. So, warte. Hä, das war falsch, was? Ich hab gewonnen. Laber echt jetzt, Mann? Ja. Oha, ich krieg da voll den schlechten Stuff aus den Kills. Doch, Menno. Und ich richtig guten. Oha. Boah, die Frage ist schwer, Alpha. Oh, was steht da? Längster Fluss Deutschlands. Ich glaube, ich weiß es. Boah, warte mal, ich muss überlegen. Entweder der Rhein oder die Donau. Ich hab keine Ahnung, ob den Rhein... Von dem hört man voll oft, da ist doch Köln und sowas, oder? Ja, da sind richtig viele Städte dran. Ja, aber auch Donau, ich glaube, da gibt's auch ein paar. Ey, warte mal, ich geh auch durchs Rhein, weil ich hab gar keine nein, Ahnung. Nein, du musst nicht weggehen. Lol, was wäre das für eine Gönnung für dich gewesen? Wärst du da alleine durchgegangen? Ja, es wären ultra viele gewesen. So, warte mal. Was ist Gala? Was soll Gala sein? Weil ich kenne doch dieses Event oder so eine Gala. Warte, was steht da denn in der Möglichkeit? Apfelsorte. Oder eine Käsesorte. Das hört sich wie eine Käsesorte, finde ich, schade. Ich weiß, ich kenne Mozzarella und so. Gouda Käse. Ich kenne Gouda oder so. Gouda, soll das vielleicht Gouda heißen? Gala habe ich noch nie gehört zu Apfel. Ja! Was? Das ist eine Apfelsorte? Ich habe das gerade mit Gouda verwechselt. Aber Käse kann ich das nicht. Aber nein, ich kannte das auch nicht, gar nicht, auch von Apfel nicht. Ich auch eigentlich nicht, aber ich habe geraten. Oha, wie gut hast du denn geraten, Mann? Oh Mann. Was ist das größte Tier der Welt? Entweder ein Blauwal oder ein Elefant. Ich nehme mal den Blauwal. Das ist, glaube ich, eindeutig. Der Blauwal ist stärker. Der Blauwal ist viel größer, Mann. Ja. So, wie viele Stacheln hat ein Igel circa? Oh, darüber habe ich so nie nachgedacht. Oh nein, ich auch nicht. 1000 oder 5000? Boah, aber 5000 wäre so viel, aber das könnte schon sein, weil der Igel hat ja so viele Schachteln. Stacheln meine ich. Schachtel, du bist die Schachtel. Hä, Junge, ich mein Stacheln, Versprecher, Mann. Ich nehme mal... Nee, 5000 glaube ich nicht. Ich glaube, 1000. Ich 5000. 1000 wäre ein bisschen wenig, oder? Keine Ahnung. Mann, was? Es sind doch so große Stacheln. Wie kann das falsch sein? Hä? Was? Wie passt auf so einen kleinen Igel 5000 drauf? Halt ab. Auf welchem Kontinent liegt Deutschland? Also das ist ja ganz einfach. Asien oder Europa? Das weiß, glaube ich, jeder von euch. Ja, aber das heißt, jedes Baby, das ist eindeutig, Bro. Natürlich ist es, Europa. Genau, Mann. So, warte, ich nehme eine Kiste raus. So, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt gleich noch einen Kampf, wenn du dich vorbereitet hast. Ich bin schon längst vorbereitet. Du bist schon längst vorbereitet, echt jetzt? Ich habe richtig krasse Rüstung, ich werde dich richtig platt machen. Na, mein Zombie, ich mach dich platt, Mann. Wir machen jetzt Best of 3, okay? Okay, oha, ich hab 27 entdeckt, der mit Schwert. Was? Ich hab nur 20? Wie kann ich denn da gewinnen? Ich muss es probieren. Bin bereit. Warte, wo noch Pfeile? Welchen Bogen nehme ich? Ich glaube, ich nehme. Der sieht krasser aus. Okay, 3, 2, 1, let's go. Let's go, Alpha, komm her. Was? Mein Schwert ist viel besser als dein. Oha, warte, ich verletze mit dem Bogen ab dein. Ich flieg hoch. Komm da runter jetzt. Mit deiner Waffe flieg ich hoch, Mann, glaube ich. Komm, du Vogel. Du hast nur ein... Ja, wenn du mich abgeballert hast, flieg ich hoch. Und du fliegst jetzt auch hoch. Oh, das gewinnen? Nein, ich habe nicht mehr viele Herzen. Und komm, ich kann auf dich runterballern. Das ist, glaube ich, einfacher. Nein, dass du gewinnst, das kann nicht wahr sein. Jo, was ist das für ein Kampf, Alter? So ein Luftkampf. Wie viel schluckst du einfach? Und so, erster Winner mich. Und zweiter Kampf, let's go, Alpha. Let's go. Und Attacke. Angriff. Komm her, dieser kannst du nicht mehr fliegen. Wir haben jetzt ein Dach. Was, wir haben ein Dach? Oha, wie gemein, Mann. Was, ich du kannst du nicht mehr abhauen, ich hab, das war's mit dir. Nein. Warum überlebst du? Das warte, kann nicht wahr sein. Ich kann hier rumfliegen, du bist rum. Ja, Mann, ich glaube, du siehst nein. nichts mehr, oder? Du bist viel zu schnell. Ich mit dem Bogen ab und zack. Oha. Hä? So lila ausgeschnitten. Ja, trotzdem kannst du mich nicht besiegen. Wie kann das sein, Mann? Oh Mann, eine Chance habe ich noch. Okay, bist du bereit für das letzte Match?
Ja, bin ich. Drei, zwei, let's go. Angriff. Bitte, jetzt muss ich besser treffen. Komm schon, ich muss eigentlich eine Chance haben. Ich habe so ein starkes Schwert. Warte, du triffst dich auch gut. Komm schon. Okay, zwei. Leute, lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Zauber bald vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und ciao.